Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Mittlerweile bricht Tag 11 an und wir müssen schleunigst unser Haus beseitigen. Beziehungsweise schleunigst das Haus säuber, nicht beseitigen. Beseitigt haben wir ja das Haus da hinten, was da noch zur Hälfte steht. Und so wie es ausschaut, haben diese dicken Baumstämme echt viele. Also sie machen keinen Schaden. Ah, doch ein bisschen, aber die springen einfach wieder hoch. Was ist denn das für eine Verarsche? Die springen wieder hoch. Das ist ja gay. Ups. Natürlich hat kein Vieh was gedroppt. Oh, ein Buch, war toll. Sehr schön. Ja, leck mich doch. Ja, das Haus. Oh, steht aber eigentlich noch ganz gut. Ach du Heilige. Fuck. Scrap Metal Door, danke. Kann ich natürlich nicht bauen, weil irgendwas fehlt. Hast du jemand von euch in den Kommentaren geschrieben? Irgendwas an 2 Meter hoch oder sowas, habe ich gelesen. 2 breit, 2 hoch. Achso, weil hier nichts ist, ne? Nee. Klar. Ah. Ja. wie mache ich das jetzt? Habe ich eine Axt noch? Wo ist die hin? Ist ja alles. Ach hier. Wollte gerade sagen, ist noch nicht kaputt gegangen. Wollte gerade mal, Mensch, ich habe doch noch die Axt gehabt. Die hält zwar auch nicht mehr so lange, aber es reicht noch für ein paar Touren. So, ich brauche auf jeden Fall einen Plan B. Am besten, ich baue mal hier die Seite raus. Mache ich mal den ganzen Scheiß hier weg. Ach ja, geht ja nicht, stimmt ja. Da war ja was. Schaufel, Schaufel. Da muss ich eigentlich nur rüberspringen. Theoretisch müsste es gehen, ne? Wenn ich das so mache. Zack. Ja, geht wunderbar. Aber eins Arm geht das, ey. Scheiße. Ich muss mir irgendwie überlegen, dass ich hier Hydraulikbühnen oder sowas hinbaue. Ich glaube, das wird das Beste sein. Zum Bohrgraben ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das Wasser, weiß ich auch nicht ganz verstehe von der Logik her, warum Wasser die Zombies beweglich, beziehungsweise die Beweglichkeit von den Zombies erhöhen. Das verstehe ich nicht ganz. Da fehlt es mir an Kompetenz ein bisschen. Ich meine, Land of Dead, wenn das jemand kennt, das ist ein guter Zombie-Film. Da war das Wasser ja so, dass die Zombies tauchen konnten, aber dass sie da jetzt schneller sind, wusste ich auch nicht. So, das sieht ganz gut aus. Wir brauchen irgendwie Barbed Wire. Kann ich machen. 15 Stück. Das tut uns nämlich genauso weh, aber es macht halt keinen Schaden. Wir können aber durchlaufen, das ist gut. Also müssen wir jetzt demnächst. Ja, okay. Müssen wir uns merken, dass wir hier durchlaufen müssen. Ja, bzw. da drüber springen müssen. Und dann, wie mache ich denn das jetzt am besten? ...32 Stück. Huch. Barbed Wire, wo bist du? Nein! Es ist weg. Ich hab's gedroppt. Wo ist es hin? Da ist es. Oh, Gott sei Dank. So, ich habe gedacht, dass ich hier diese Dinger hier hinbaue. Wenigstens, also nicht die ganze Reihe, aber so ein bisschen wenigstens. Ach, komm, ey. Und dann hatte ich wenigstens ein bisschen Verteidigung. Das war nicht viel, aber.
Ich muss mal, glaube ich, mein Inventar säubern. Ganz schön viel Müll hier drinne. So, hier bauen wir noch einen Eingang hin für Plan B-Zwecke. Falls ich mal wieder vom Hochhaus fallen sollte. Was natürlich bestimmt passieren könnte mit meiner Dummheit. Gucken wir mal. Ach komm, ey. Ich bin zu blöd zum Platzieren, echt ohne Scheiß. Zack, zack. Ja, Skills. So. Haben wir da noch ein bisschen Cobblestone oder sowas? Destroyed Stone. Okay, close enough. Es fällt runter. Ach. Wieso hätten Stein weniger als Erde? Verstehe ich nicht. Hä? Dead Logic, ey. Ohne Scheiß. So. Hat er immer auf dich hier zu verletzen. Wie viel habe ich davon? Noch 4 Stück. Das ist natürlich gar nichts. So. Eins haben wir noch. Hier, da hast du. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier Dirt weiterhin hin. Weiterhin hin. Ja, schönes Deutsch. Dann nehmen wir nochmal so einen Trunk-Tipp. Kann ich gar nicht mehr bauen. Doch hier, klar. Ich habe noch ein bisschen Holz. Ups. Die Erde, die brauche ich jetzt zwar nicht. Hier, hast du Erde. Ich brauche nicht meine Faust wieder. Ein bisschen den Rasen zu mähen. Zack, 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 zack. So. Blumen nehmen wir mit. So. Und dann baue ich nämlich hier aus Destroyed Stone. Ach, super. Ach, scheiß drauf. Dann lassen wir es eben so. Hier mal ein bisschen Stein. So, dann baue ich nämlich hier nochmal so ein Teil hin. Sieht zwar sehr schmockrig aus, aber scheiß drauf. Sieht aus wie so ein, weiß ich, ein. Weiß ich, wie so ein Schlossbalte mit den ganzen Spitzen und Speerdingern unten in den Graben. Ich glaube, ich brauche so ein Sprungbrett, wie so ein Piraten, wie so eine Planke. Einfach drüber und dann runterspringen. In den Pool oder sowas. Das könnte ich eigentlich machen. Falls mal die Zombies klettern können, einfach runterspringen. Ich glaube, das mache ich auch demnächst. Mal muss ich mir vormerken. So, habe ich denn noch Barbed Wire? Wo ist es denn hin? Hier ist es. Und dann baue ich schön. Einmal hier, einmal hier. So, und dann kommen wir hier so dran. Achso, bringt ja nichts. Na gut. Dann könnten wir eigentlich. Ach, das bringt ja nichts, stimmt ja. Aber egal, sieht schön aus. Das ist ein Argument. Die Tür sieht auch schon richtig kaputt aus. Ich weiß nicht, wie lange die noch hält. Wahrscheinlich nicht allzu ewig. Dazu brauche ich, glaube ich, den Sledgehammer, der natürlich kaputt ist. Und dann versuche ich es mit der Pickaxe. Oh, das ging schnell. Script Metal Door. Zack, und sieht aus wie neu. So, das Ding geht eigentlich auch noch, klar. Jetzt baue ich mal diese Fenster richtig aus. Das riecht mir nämlich schon seit mehreren Folgen auf. Apropos Folge, ich glaube, die Folge ist da drum. Das ist irgendwie scheiße mit den 10 Minuten, ich glaub's nicht. Ach, da schafft man gar nichts, finde ich, oder? Ja, wie gesagt, das wird nicht lange anhalten, ein paar Wochen vielleicht. Aber ich vergesse das ständig, das ist für mich so eine riesengroße Umstellung, dass ich das ja nicht vergesse. Deswegen habe ich auch damals gesagt, das wird wahrscheinlich so sein, dass es mal 11 Minuten werden, mal 12 Minuten. Aber es ist immer noch 400 MB kleiner als 15 Minuten, was ich aber immer noch nicht verstehen kann. Ich check's einfach nicht. So. Gut, ich werde mich noch ein bisschen ransetzen und dann machen wir den nächsten Kram in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.